Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dümo TV. Draußen regnet es, deswegen haben wir uns heute mal in die Halle verkrochen. Heute möchte ich mit euch über das Thema Autarkie sprechen. Ich möchte klären, was ist Autarkie überhaupt? Was kann man für Maßnahmen für Zubehör an sein Wohnmobil montieren, um möglichst lange autark zu sein? Und braucht man das überhaupt? Ein Reisemobil, so wie wir es hier bei Dümo Reisemobile verkaufen, ist normalerweise ausgestattet, um 1 bis 2 Nächte autark stehen zu können. Wir haben eine Aufbaubatterie, wir haben einen Frischwassertank, der in aller Regel ein Fassungsvermögen von 100 bis 140 Liter hat. Es gibt einen Abwassertank, wo dann das entsprechend wieder aufgefangen wird. Es gibt eine Toilette mit entsprechenden Fäkalientank und Sie haben in aller Regel Platz für 2 Gasflaschen. Und ihr habt in aller Regel Platz für 2 Gasflaschen. Damit, wie gesagt, kommt man in aller Regel 1 bis 2 Nächte aus. Wem das reicht, der kann ein Reisemobil so fahren, wie es vom Werk kommt. Wenn jetzt also der typische Urlaub aussieht, man fährt von zu Hause los, übernachtet irgendwo zwischendurch, für sich genommen, am zweiten Abend kommt man an, am Stellplatz, kann da versorgen, entsorgen, vielleicht auch sich an Strom anschließen. Völlig ausreichend. Wer aber länger autark stehen möchte, also ohne Hilfe von außen, der muss nachjustieren. Ich fange einfach mal mit dem Strom an. Normales Reisemobil hat eine Aufbaubatterie mit einer Kapazität von ca. 100 Amperestunden. Davon steht ungefähr die Hälfte zur Verfügung, sodass man tatsächlich 50 Amperestunden nutzen kann. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was ihr für einen Kühlschrank habt. Bei einem Absorberkühlschrank, der also auf Gas betrieben wird, spielt der Stromverbrauch so gut wie keine Rolle. Ihr habt als Verbraucher dann wirklich nur die LED-Beleuchtung. Also bei modernen Fahrzeugen ist es standardmäßig LED und minutenweise mal die Wasserpumpe. Ihr habt keine großen Verbraucher, also der Strom ist dann normalerweise nicht das Problem. Wenn ihr einen Kompressorkühlschrank habt, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Der zieht euch die Batterie in 1 bis 1,5 Tagen leer. Um dann länger stehen bleiben zu können, sollte man zumindest eine zweite Aufbaubatterie einbauen oder alternativ eine Lithiumbatterie. Und um noch länger draußen stehen zu können, vielleicht eine Solarzelle. Solarzelle hat den Vorteil, die passt relativ gut zum Kühlschrank. Immer dann, wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint und der Kühlschrank viel ackern muss, habt ihr auch eine gute Solarernte. Im Winter hat der Kühlschrank nicht den Strombedarf. Umgekehrt. Im Winter liefert die Solaranlage nicht viel, dafür braucht der Kühlschrank dann aber auch wieder keinen Strom. Im Winter kommt als großer Stromfresser natürlich die Heizung dazu. Jetzt werdet ihr sagen, wieso, die läuft doch auf Gas bzw. auf Diesel. Das ist richtig, die Wärme kommt daher. Aber die Wärme muss im Auto verteilt werden. Das heißt, ihr habt bei einer Gasheizung ein Gebläse, was die warme Luft durchs Auto pustet, bzw. bei der Warmwasserheizung die entsprechende Pumpe. Und bei einer Dieselheizung zusätzlich noch die Dieselpumpe, die den Kraftstoff aus dem Dieseltank in die Brennkammer pumpt. Um den Strombedarf der Heizung zu decken, reicht euch aber die beste Solaranlage nichts, weil im Winter leistet sie halt auch nicht viel. Die Solaranlage wird flach auf dem Dach montiert, die Sonne steigt aber kaum noch über den Horizont und scheint vielleicht 6, 7 Stunden am Tag. Wenn ihr also im Winter freistehen möchtet, müsst ihr euch noch irgendeine andere Energiequelle zulegen. Könnte zum Beispiel sein ein Generator oder eine Brennstoffzelle, wo Bioethanol in Strom umgewandelt wird. Ansonsten ist eigentlich die Erfahrung, dass die meisten Camper dann im Winter dann auch eher Stell- oder Campingplätze aufsuchen. Seit circa 2, 3 Jahren sind die Wohnmobile auch mit einem sogenannten Ladebooster ausgerüstet, die dafür sorgen, dass bei der Fahrt die Aufbaubatterien gut nachgeladen werden. So, wenn man also immer mal wieder den Standort wechselt, dort eigentlich mit vollgeladenen Batterien auch ankommen sollte. Ihr seht also, um den Strombedarf zu decken, habt ihr sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
angefangen, zweite Batterie, Solarzelle, Ladebooster und so weiter und so fort. Normalerweise ist der Strom nicht der limitierende Faktor. Nächstes Thema bei der Autarkie ist die Gasversorgung. Solange ihr in Deutschland unterwegs seid oder auch in Österreich, ist es sehr unproblematisch. Die grauen Stahlflaschen bekommt ihr quasi an jeder Straßenecke. Baumärkte, viele Tankstellen, Reifeisenmärkte und so weiter bieten im Tausch hier diese Flaschen an. Im Ausland stellt sich die Gasversorgung dann wieder schwieriger dar. Hier kocht doch jedes Land sein eigenes Süppchen. Da hat es die EU leider noch nicht geschafft, da einen einheitlichen Standard durchzusetzen. Während wir in Deutschland Schraubverschlüsse haben, gibt es woanders Bajonettverschlüsse oder, wie bei unseren Nachbarn Niederländern, einfach mit Schlauch zwingen. Hier empfiehlt es sich, wenn ihr länger unterwegs seid, ein Adapterset mitzunehmen. Hier gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal ein Nachfüllset. Da kann dann vor Ort die deutsche Flasche im Ausland nachgefüllt werden. Oder ein zweites Set, was ausländische Flaschen an euer deutsches Auto adaptiert. Alternativ gibt es die Möglichkeit, statt der Stahlflaschen einen Tank einzubauen. Es gibt Tankflaschen, die sehen fast so aus wie eine Gasflasche, werden aber fest eingebaut in den bisherigen, wo bisher die Flaschen waren, und dann mit einer Außenbefüllung versehen. Alternativ gibt es Unterflurtanks, die dann unter dem Auto montiert werden. Mit so einem Tank könnt ihr dann ganz einfach an Tankstellen fahren und dort euch mit LPG versorgen, also das ganz normale Autogas. Auch hier wieder die Frage, braucht man das? Also meine Erfahrung ist, mit den Flaschen, die ich im März, April, die ich bei mir anschließe, komme ich im Prinzip den ganzen Sommer aus durch, obwohl mein Kühlschrank ja auch Gas verbraucht. Ich habe einen Absorberkühlschrank bei mir drin. Im Winter ist so eine Flasche auch schon mal in 2-3 Tagen durch. Also muss man immer überlegen, wo will ich hin, wie lange will ich dahin, wie sind entsprechend die Versorgungsmöglichkeiten an Ort und Stelle. Ihr seht also, mit den Flaschen, die ihr an Bord habt, kommt ihr je nach Jahreszeit zwischen einer Woche und ein paar Monaten aus. Um wirklich jetzt komplett frei zu stehen, ist also auch das nicht der begrenzende Faktor. Jetzt kommen wir zum Thema Wasser. Hier könnte man jetzt stundenlang darüber erzählen, dass man Wasser, was man irgendwo findet, nutzbar macht mit Filtern, UV-Lampen und. Ich will mich jetzt hier mal auf die Basics beschränken. Bis jetzt habe ich überall irgendwo wieder Wasser gefunden. Was ich mit habe, ist ein Schlauch mit 3 verschiedenen Gardena-Anschlüssen und noch einen mit Schlauchstelle. Das heißt, dass ich irgendwo mich anschließen kann, wenn kein Schraubgewinde da ist. Und eine Gießkanne, weil 10 Liter kann ich mir irgendwo immer erbetteln. Sei es an der Tankstelle oder beim Supermarkt oder. Und mit 10 Litern oder 2x 10 Litern komme ich auch schon wieder weiter. Alternativ, habe ich auch schon häufiger gesehen, gibt es die Möglichkeit, sich einen Kanister zu besorgen, der vielleicht 20 Liter fasst und dann einfach mit einer ganz normalen Pumpe das Wasser aus diesem Kanister ins Auto zu pumpen. Fehlendes Wasser ist also auch nicht das Problem, was mich zwingt, jetzt einen Camping- oder einen Stellplatz aufsuchen zu müssen. So, jetzt habe ich gesagt, weder Strom noch Gas noch Wasser ist für mich ein Grund, irgendwo wieder Infrastruktur suchen zu müssen. Aber bei mir, das Erste ist, dass die Toilette voll ist. Die hat ein Fassungsvermögen irgendwo grobe Richtung 17 Liter, je nach Hersteller oder Modell. So, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, wir morgens losfahren, ist die abends voll. Die einfachste Möglichkeit, hier die Reichweite zu verlängern, ist, dass man sich einfach eine zweite Kassette zulegt. Das habe ich getan. Ich komme damit dann ungefähr 2 Tage aus. Und der große Vorteil ist, wenn ich nachts Pipi muss und um 3 Uhr sehe ich, oh, das Lämpchen geht an, ich muss nicht jetzt zwingend die Kassette wegbringen. Ich kann einfach eben nach draußen, eine Kassette raus, nächste neue Kassette wieder rein, fertig. Und kann dann am nächsten Morgen in aller Ruhe die Kassette wegbringen. Oder wenn ich gerade irgendwo frei stehe, kann ich die volle Kassette einfach einladen. Die ist ja dicht, da kommt nichts raus. Und dann halt bei nächster Gelegenheit entsorgen. Wem das noch nicht reicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, statt der fest eingebauten Kassettentoilette andere Technik einzubauen. Was sich immer mehr durchsetzt, sind die sogenannten Trockentrenntoiletten. Hier wird also Urin und Fäkalien getrennt voneinander gesammelt. Ich kann im Prinzip den Urinbehälter ganz einfach in irgendeine Toilette gießen.
Der Fäkalienbehälter reicht je nach Nutzungshäufigkeit irgendwo zwischen einer Woche und zwei Wochen. Die Möglichkeit einer Häcksleranlage, wir nennen das auch scherzhaft Sköttelfräse, ist eigentlich den Dickschiffen, sprich Phoenix, Concorde oder aufwärts, vorbehalten, sodass ich hier das Thema mal außen vor lasse. Neu auf den Markt kommt dieses Jahr ein System von Klesana, was letztes Jahr auf der Messe vorgestellt worden ist und aus dem Krankenhausbedarf kommt. Hier wird im Prinzip nach jedem Geschäft eine Tüte zugeschweißt und die Tüte kann man dann ganz einfach dem Hausmüll zuführen. Wenn ihr also überlegt, euer Toilettensystem auszutauschen, dann sprecht gerne uns bzw. unsere Werkstatt an. Die Kontaktdaten seht ihr hier unten. Ich habe jetzt in diesem Format, wir wollen ja immer kurze, knackige Videos machen, die einzelnen Themen nur mal angerissen. Wenn ihr da weiteren Bedarf habt, sprecht uns gerne an, sprecht mich gerne an. Ich kann euch natürlich helfen, dass ihr immer genug Strom, genug Wasser, genug Gas und genug Platz in der Toilette habt. Wofür ihr selber sorgen müsst, damit ihr lange stehen könnt, ist, dass der Kühlschrank auch immer voll ist. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt uns einen Daumen hoch oder noch besser, abonniert doch gleich unseren Kanal. Bis dahin, tschüss! Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dymo TV.